gekommen, seit es das quasi gibt. Ich glaube, es hat aufgemacht und 2 Wochen später oder so war ich hier. Ich finde es einfach cool. Man kann mit vielen coolen Leuten reden. Man kann einfach kostenlos hier spielen. Man kann sich unterhalten. Und man kann 3D drucken, programmieren, üben. Alles Mögliche. Einfach üben und lernen und spielen und Spaß haben. Ich begleite hier unter anderem die Spieleprogrammierung, auch Animationsprogrammierung mit Scratch. Und da kommen einfach die Teilnehmer, die hier auch zum Computerspielen, Spielekonsolenspielen da sind und die ein bisschen mehr über ja, die Struktur von Computerspielen auch lernen wollen, die dann selber das, was sie sonst konsumieren, auch applizieren wollen und selber einfach ihre eigenen Spielideen mitbringen. Ich glaube, eins meiner Highlights war, als einmal der 3D-Druckraum neu war. Also 3D-Drucken war damals für mich so, ich wollte immer 3D-Drucken, aber hatte nichts dafür quasi. Und als das VR war und als ich VR dann spielen konnte, das hat auch mega Spaß gemacht. Also mir hat gut gefallen, dass man hier auch die Scratch machen kann. Mir gefällt auch mein Blogstil, weil es gut, dass ihr auf so eine Idee gekommen seid, da Scratch doch schon sehr schwer zum Erlernen ist. Und das Tonstudio gefällt mir auch sehr gut. Also es war erstmal so, wir sind beim ersten Mal hier reingegangen und da haben wir uns angemeldet und wir haben da einfach erstmal ohne irgendwas, habe ich einfach Computerspiele gespielt. An der nächsten Woche auch und da hat sich so entwickelt, irgendwann kam dieses 3D-Druck, dann kam dieses hier mit Spielprogrammieren, mit Scratch hier und dann kam das mit Blocksets und mit Tonstudio und alles und so hat sich das alles entwickelt. Ich denke, das Tolle an dem Projekt ist einfach, dass es halt über so eine lange Laufzeit läuft, dass hier wirklich alle dazukommen können, dass wir alle Altersstufen und Kompetenzgrade irgendwie mit dabei haben. Ich mache das so gut, ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil das ist einfach so ein tolles Angebot, was man hier hat und also einfach weiter so, ich finde es spitze. Also